Der Stichtag zu einem sehr erfolgreichen Musiker, Kenny Rogers. Der amerikanische Country-Sänger hat über 100 Millionen Tonträger verkaufen können in seiner Karriere. 21 Nummer 1 Hit. Kenny Rogers in allen Ohren weltweit geschätzt, hätte heute 85. Geburtstag gefeiert. Bernd Schlesselmann. In einer heruntergekommenen Bar macht ein Mann eine Frau an, die sich gerade den Ehering vom Finger gezogen hat. Lucille will ein neues Leben beginnen. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. Da taucht ihr Mann auf, ein Kerl wie ein Baum. Er zittert am ganzen Leib. So beginnt die Geschichte, mit der Kenny Rogers 1977 zum Weltstar wird. You picked a fine time to leave me, Lucille. With 400 children and a crop in the field. Der erwartete Showdown bleibt aus. Dafür ist der Ehemann viel zu kaputt. Und der Frau sind ihre vier Kinder offenbar egal. Dieser Perspektivwechsel ist bemerkenswert für einen Country-Song in den 70ern. Aber die typischen Macker und Machos interessieren Kenny Rogers nicht, eher die Menschen auf Abwägen. Kriegsveteranen, spielsüchtige Feiglinge. Everyone considered him a coward of the county. Rogers singt solche Songs so, als seien es seine Songs, sind sie aber nicht. Er war immer mehr Interpret als Autor und hatte ein gutes Händchen dafür, was zu ihm passt. Und zu seiner sanften, rauchigen Baritonstimme. Kenny Rogers wächst in Houston, Texas auf. Seine Karriere beginnt mit einem Riesenbecher Vanilleeis. Den bekommt er als Gewinner einer Talentshow. Da ist er gerade 14. Der Country-Sänger Eddie Arnold moderierte die Show und sollte mich nur kurz vorstellen. Er sagte, ich mag diesen Jungen, er hat eine große Karriere vor sich. Und er redete und redete, 5 Minuten lang, bis er am Ende schließlich zugeben musste, es tut mir leid, aber ich habe seinen Namen vergessen. 5 Jahre später steht dieser Name zum ersten Mal auf der Hülle einer Rock'n'Roll-Platte. Danach macht Kenny Rogers Jazz und lernt auch Kontrabass zu spielen. Anfang der 60er Jahre steigt er in die Folk-Szene ein. Erst bei den New Christy Minstrels, ab 1967 in seiner eigenen Band mit stärkeren psychedelischen Einflüssen, The First Edition. I just dropped in to see what condition my condition was in. Kenny Rogers gehörte sicherlich nicht zu den Rebellen der Country-Music wie Johnny Cash oder Waylon Jennings. Der Mann mit dem gepflegten grauen Vollbart war immer mit sich im Reinen. Jedenfalls wirkte er so. Und er war sich auch für Schnulzen nicht zu schade. Hat sich ja gelohnt. Islands in the Stream, das Duett mit Dolly Parton, zählt zu seinen größten Hits. Islands in the Stream, that is what we are. In einem seiner wenigen eigenen Songs bewies er Selbstironie. In dem autobiografischen Text von Sweet Music Man heißt es: Du bist ein verdammt guter Sänger und ein mächtiger Mann, aber du umgibst dich mit Typen, die zu wenig von dir verlangen. Nobody sings a love song quite like you. Der Country-Star, der viel mehr als nur der Sweet Music Man war, trat im Oktober 2017 von der Bühne ab. Natürlich in Nashville. 2,5 Jahre später starb Kenny Rogers. Heute wäre er 85 geworden.